Wir hängen immer noch an diesem blöden Rätsel fest. Und ich bin wirklich, wirklich mag solche. Die Schieberätsel sind überhaupt nicht meins. Das mit diesem Stein vor, mit dem goldenen und den silbernen Stein, das ist noch so ein Rätsel, wo ich sage, okay, da probiert man ein bisschen rum, dann geht das schon. Das ergibt dann vom, was man im Auge sieht, dann auch einen Sinn. Aber hier ergibt es keinen Sinn, weil egal wie man es schiebt, es ist immer irgendwie falsch. So, der Käfer muss da hoch. Das ist jetzt richtig. Das ist falsch, denn die hier oben muss hier runter. Das war richtig. Ja, die zwei müssen ausgetauscht werden. Das Ding jetzt, das ist jetzt hier unten wieder. So, jetzt ist es richtig. Das ist richtig, das ist richtig. Das ist richtig, das ist richtig. Die drei sind jetzt richtig hier, ja? Das ist richtig, das ist richtig und das ist richtig. Okay, wir haben die untere Reihe haben wir jetzt vollständig. Jetzt probieren wir nur noch mal die sechs hier oben zu bewegen. Wobei der hier auch schon richtig ist. So, der war hier oben auch richtig. Der ist richtig. Der ist richtig. Ich würde gerne nochmal gucken, was kommt hier in die Mitte. Ach so, in die Mitte kommt ja gar nichts. Der sieht, wie sieht der aus? Okay, der ist nicht richtig, aber der ist richtig. So, das. Es sind jetzt alle richtig, wenn ich das richtig sehe. Also unten die Reihe war klar. Hier kommt der Skarabäus rein oder was ist es? Hier dieses Gesicht. So, der muss noch hier hin und das muss hier rüber. Kann ja nochmal hier. Müssen die noch mal ein bisschen verschieben hier. So, der ist jetzt richtig. Der ist richtig. Ich will jetzt ungern die Reihe hier unten noch mal verschieben. Also der ist richtig, der ist richtig. Der muss hier runter. Und das Ding muss hier hoch. Spielt keine Rolle, wenn der jetzt oben ist. Ist der jetzt hier richtig gewesen? Ja. Vielleicht kriegen wir das auch irgendwie hin. Ah, jetzt ist der richtig. So, der ist richtig und der ist richtig. Jetzt sind die auch richtig. Jetzt muss nur noch der hier rüber, der hier hoch und der in der Mitte wäre schon richtig. So. Das müsste ich irgendwie vertauschen. Das hier wieder falsch. Die zwei hier, der muss hier hoch und der hier rüber. Es sind bloß noch zwei, die falsch sind. Wie kriege ich die jetzt darüber? Wenn ich jetzt mal den noch mal hier hin, den hier hin. Was ist, wenn ich das jetzt noch mal nach unten? Das ist ja okay. Das hoch, dann ist der richtig. Dann den rüber, den rüber, den rüber, den rüber. Nee, das war auch totaler Quatsch nochmal zurück hier, weil der war ja schon richtig hier, der Kopf.
ich den denn jetzt hier rum? So, der sieht doch hier. Der muss irgendwie hier rüber. Warum geht das denn nicht, wenn ich das jetzt drehe? Ja, toll, dann verschiebe ich mir aber die hier wieder. So, jetzt ist der da, schön, aber der Kopf noch nicht. Das ist auch richtig. Doch, wartet mal, das könnte hinhauen. Ja, es haut hin, es haut hin, es haut hin. Oh Gott, es haut hin. Oh, meine Güte, diese blöden Schieberätsel. Alter, bin ich jetzt froh, dass wir das hinter uns haben. Ich sag's euch. Oh, um Gottes Willen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie erleichtert ich gerade bin. So, ab in den Tempel, Schnauze voll hier. Endlich. Das Ende meiner langen Reise ist jetzt in unmittelbarer Reichweite. Die Maschine des Lebens. Wir haben die letzte funktionierende Maschine des Lebens gefunden. Das Skelett sowie die äußere Hülle scheinen intakt zu sein. Ich muss das Wesen im Inneren zum Leben erwecken. Okay. Wir haben hier Monolithen. Hier in der Mitte geht nichts. Ich habe keine Ahnung, wofür genau die gebraucht wurden. Aber ich werde es herausfinden, ganz gleich, was passiert. Na, natürlich werden wir es herausfinden. Können wir hier diese Teile draufstellen? Nein. Etwas fehlt hier. Ja, das ist schön. Was mit dem Monolith hier? Da fehlt doch garantiert auch was. Etwas fehlt hier. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, kommen die Statuen Etwas drauf. Etwas fehlt hier. Und das wird er dann sicherlich hier hinten auch sagen. Etwas fehlt hier. Okay. Okay, also da können wir schon mal eine draufstellen. Ich weiß aber nicht, ob die Reihenfolge stimmt. Aber es hört sich gut an. Es hat zumindest irgendwas gemacht. Dann kommt der weiße oder gelbe hier hin. Das hört sich echt gruselig an. Und dann kommt der Grüne hier drüben hin. War das jetzt richtig? Das war richtig. Hände hoch, Freundchen. Sie? Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele Mühen es mich gekostet hat, Ihnen bis hierher zu folgen. Und dieses Mal entkommen Sie mir nicht. Offensichtlich war die Warnung Ihres Vaters nicht nur so dahergesagt. Was? Mein Vater hat Sie vor mir gewarnt? Er war ein noch größerer Verräter, als ich dachte. Er wollte einfach nicht verstehen, was diese Technologie für uns bedeuten könnte. Mit dieser Maschine hätten wir die reichsten Männer der Welt werden können. Zu schade für ihn. Er ist nämlich tot. Geld. Haben Sie das alles wegen des Geldes auf sich genommen? Niemand kann mich jetzt noch aufhalten. Weder mein Vater noch Sie. Niemand! Oh nein, Martin! Ach, Schultertreff. Schulterschuss. Thank you.
Ich habe getan, was ich tun musste und bin nach Europa zurückgekehrt. Alles, wonach ich gesucht habe, hat sich in nichts aufgelöst. Weil niemand je glauben würde, was im Herzen des Tempels geschah, behielt ich die ganze Geschichte für mich. Aber ich muss die Wahrheit herausfinden und es gibt nur einen Beweis, sie zu untermauern. Ich weiß, dass er für dich ausreichend sein wird, François. Ruhe in Frieden, mein Freund. Ja, und damit haben wir François' letzten Willen erfolgreich gelöst. Ich würde jetzt gern hier nochmal die Credits durchlaufen lassen. Genau, weil die Leute haben das echt verdient. Das sind die Macher von Black Mirror gewesen im Übrigen. Ich finde, Nibiru ist ein grandioses Point-and-Click-Adventure. Trotz der vielen Rätsel, die ich persönlich ja, naja, mit etwas nicht können, super gemeistert habe. Nein, aber an sich, die Geschichte hat mich wirklich die ganze Zeit gebannt. Ich habe wirklich manchmal davor gesessen und dachte, nein, ich möchte die Aufnahme jetzt eigentlich noch nicht beenden, weil es gerade so irre spannend ist und wir weiterspielen, wir wissen, wie das Ganze ausgeht. Ich finde es schön, dass es ein Happy End gegeben hat, dass François das zurückbekommen hat, was ihm zustand, nämlich diese kleine hübsche Kugel, die eigentlich das ganze Wissen beinhaltet, denke ich, mit den Aliens, mit dem Projekt Nibiru. Ich finde es faszinierend. Ich glaube, Martin hat ja am Schluss irgendwas gesagt, dass er noch irgendwas herausfinden will. Das habe ich nicht ganz verstanden. Spielen die da auf einen zweiten Teil an oder wird es noch einen anderen Teil mit Martin geben? Ich habe da bisher noch nichts gefunden. Kann aber auch sein, dass ich das falsch verstanden habe. Ich werde mir das dann nach der Aufnahme nochmal anschauen im fertigen Part. Ja, ansonsten wirklich ein sehr spannendes, tolles Point-and-Click-Adventure. Kann ich wirklich nur jeden ans Herz legen, das zu spielen. Es macht wirklich riesen Spaß. Gibt's inzwischen für nur ein paar Euro. Das ist echt nicht mehr teuer, das Spiel, da es schon etwas älteres ist. Ja, und ich bin einfach gerade hin und weg. Ich finde das Spiel wirklich grandios. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich zufrieden mit dem Ergebnis und mit dem Spiel. Und ja, mal sehen. Vielleicht werde ich irgendwann mal Black Mirror spielen. Mal schauen. Wir werden sehen. Ist jetzt noch nicht so geplant. Es sind jetzt natürlich erstmal zwei andere Projekte, die folgen. Die sind jetzt sicherlich schon am Laufen, wenn der Part kommt. Ja, und ansonsten, ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir. Ich weiß, dass einer das immer sehr tapfer verfolgt hat und er hat sich immer gefreut, wenn eine neue Folge rauskommt. Das ist der liebe Nexir. Und den möchte ich hier nochmal ganz lieb grüßen. Danke, dass du immer so toll zugeschaut hast. Und auch danke an all die anderen, die zugeschaut haben. Und ich freue mich, dass wir uns bald wiedersehen. Hoffe ich. Und ich freue mich auf die nächsten tollen Let's Plays mit euch. Also, bis dann. Tschüss.